herzlich willkommen bei Agro TV zum Sneaker der Woche von Turnschuh TV und heute mit dem Yeezy von Kanye West und Adidas. Vor gut einem Jahr ist Kanye West von Nike zu Adidas gewechselt als Designer. Davor hat er diese meistens tonale Halbbotte gemacht, viel Plastik dran. Jetzt hat er sich auf etwas anderes besonnen, mehr Fashion, das was er bei Nike gerne gemacht hätte, darf er jetzt bei Adidas machen. Weniger sportlich, mehr Fashion, einen Sneaker von Grund auf neu aufbauen und er darf endlich qualitativ hochwertige Materialien verwenden. So ist die Legende, da ist das Ding. Ja? Olli. Schon ein geiles Ding. Also ich finde das echt gut. Es ist natürlich echt gewöhnungsbedürftig, weil so ein Wildlederstiefel mit einem Klettverschluss drüber, dann auch noch so einer dicken, wulstigen Sohle, ist nicht jedermanns oder jeder Frau Sache. Aber genau das ist ja das, was Kanye West ausmacht, dass er halt nicht so typisch im Prinzip ist, wie viele sonst arbeiten würden. Aber das Ding ist echt gut geworden. Mir gefällt es richtig gut. Das zeigt, dass der Typ wirklich seine Ausarbeiten gemacht hat und kreativ ist und sich sagt, ist mir scheißegal, was die Leute da draußen sagen, ob das ein Ackboot ist oder nicht. Ich find's geil und es sieht auch geil aus. Es soll noch, falls euch diese Variante nicht gefällt, es sollen andere Colorways folgen und es gibt noch eine Variante als Halbschuh, als der Yeezy YZY Boost. Der wurde auch auf dieser Fashion Show von Kanye am 12. Genau, Februar auch schon vorgestellt. Das heißt, da wird noch mehr von Kanye West kommen und die Preise werden sich wahrscheinlich auch auf einem normalen Level einpegeln, denn 350 Euro für so eine Botte musst du auch erstmal irgendwie dir zusammensparen. Aber Wiederverkaufswert weißt du schon, oder? Wiederverkaufswert, wenn ihr das Geld irgendwie zusammenkratzen könnt, ist hoch. Also ihr könnt den Wert relativ einfach verfünffachen, den ihr da einsetzt. Locker. Dann könnt ihr euch mehr Yeezys kaufen und noch. Und das Ganze könnt ihr in unserem kleinen Telekolleg Wirtschaft auf Bayern Alpha nachsehen. Hier ist unsere Bewertung für den Yeezy 750 Boost. Und also das sind ihr Feedback. Könnt natürlich auch eure Kumpels einladen zu einer Flatrate-Geschichte. Ihr wisst schon wo. Ja. Das waren die On-Feed-Bilder. Der Schuh kommt am Samstag in den Laden. Wird wahrscheinlich schwierig sein, ihn zu kriegen. Wenn ihr jetzt noch nicht vorm Laden steht, wartet bis zum 26.03., da gibt es einen Restock. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Sagt uns doch einfach mal, was ihr von diesem Stiefel haltet. Ist das für euch noch ein Sneaker? Ist das für euch schon einfach ein Zustand, den jemand ertragen muss? Sagt es einfach. Was haltet ihr davon? Würdet ihr sowas tragen oder nicht? Und sind 350 Euro für einen Sneaker überhaupt drin bei euch? Ja. Dann lasst einen Daumen hoch für das Video da. Abonniert den Kanal. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.